Und jetzt Wirtschaftsleben in der Metropolregion Rhein-Neckar. Klaus Ernst möchte schlicht funktionale und ästhetisch ansprechende Zähne. Mit der derzeitigen Situation ist er unzufrieden und hat sich deshalb für das SkyFast & Fixed System entschieden. Das Ziel, sofort feste Zähne innerhalb eines Tages. In der Fünf-Sterne-Praxis von Dr. Jos Gahl in Obstadweier bei Bruchsal soll seine unschöne Situation nun in den nächsten Stunden behoben werden. Den Schrott, was ich jetzt drin habe, sage ich mal auf Deutsch, mit dem Beißen und so weiter, das war nämlich so meine Geschichte. Von daher erwarte ich jetzt, dass ich echt fest zubeißen kann und so in Ordnung ist dann. Kurz nach 7 Uhr beginnt Dr. Jos Gahl mit der Behandlung. Zunächst werden im Oberkiefer 6 Implantate gesetzt, die später den Zahnersatz tragen werden. Mögliche Risiken und Nebenwirkungen wurden in einem Vorgespräch geklärt. Zudem kann ein solcher Eingriff am Computer vorgeplant werden, damit die speziellen Mikroimplantate später optimal platziert sind. Ob ein oder wie hier 2 Kiefer, die SkyFast & Fixed Patienten haben in der Regel einen Wunsch. Also in erster Linie wünschen sich Patienten natürlich eine Funktion, wieder essen, kauen zu können und natürlich auch die Ästhetik, dass die auch stimmt. Sprich, wenn sie sprechen, lachen, in Gesellschaft sind, dass eben es nicht auffällt, dass es künstliche Zähne sind, sondern es soll eben so natürlich wie möglich sein. Ganz wichtig, der Biss muss später wieder stimmen. Der Kieferabdruck muss also perfekt sein. Nun folgt die Behandlung des Unterkiefers. Zunächst müssen in diesem Fall nicht erhaltenswerte Zähne entfernt werden. Dann werden die Zahnfächer mit einem speziellen Laser desinfiziert. Dr. Gahl setzt 4 Implantate, noch ein Foto für den Zahntechniker und dann hat der Patient erstmal Pause. Er zieht sich ins sogenannte grüne Zimmer zurück. Entspannung ist angesagt. Später am Nachmittag kommt das Köfferchen vom Labor. Es sind jetzt nur noch ein paar Schritte bis zum neuen Biss und Lebensgefühl. Das Zahnlabor hat exakt gearbeitet. Jetzt müssen die beiden Zahnreihen noch spannungsfrei eingesetzt werden. Die letzten Feinarbeiten und das Einstellen des Bisses erfolgen in der Praxis. Dann, es ist kurz vor 19 Uhr, der lang ersehnte Moment, endlich wieder feste Zähne. Ein super Team hat der Herr Dr. Gahl. Und er selber ist auch Weltklasse als Arzt, würde ich sagen. Ansonsten rundum zufrieden. Ja, er wurde ja heute implantologisch versorgt und auch sofort mit seinen festen Zahnreihen. Jetzt kommt er zur Kontrolle erstmal, morgen nochmal. Wird nochmal kurz drüber geschaut. Das nächste ist jetzt ganz wichtig, der Biss, dass wir den Biss nochmal kontrollieren und eventuell noch ein bisschen einstellen, weil er hat ja auch eine ganz neue Bisssituation jetzt. Die Zähne vorher waren stark abradiert, er hatte eine Bissverschiebung gehabt, die mussten wir korrigieren. Also da war einiges suboptimal und das haben wir jetzt wieder versucht ins Optimale wiederherzustellen. Auch hunderte von Kilometern Anreise nach Obstadweier nehmen manche Patienten auf sich, heißt es. Alle mit dem Ziel, sofort feste Zähne an einem Tag. Das war Wirtschaftsleben in der Metropolregion Rhein-Neckar.